Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ah, ich freue mich so, wir haben endlich diesen geilen Reif und wir können 450 Kilo tragen. Mann, Mann, Mann. So, ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar Ymir-Fleisch. Das ist nichts zum Essen, das brauchen wir für eine Waffe. Und ich habe tatsächlich ziemlich Bock auf die Waffe. Die nennt sich Frostner und soll wohl eine relativ starke Einhandwaffe sein. Ich bin eh Freund von Einhandwaffen, wie ihr wisst. Und prinzipiell haben wir auch alles, was wir dazu brauchen. Also wir haben es noch nicht direkt da, aber wir können es beschaffen. Wir brauchen nämlich 30 Silber. Wir brauchen, glaube ich, 5 Frostdrüsen. Dann brauchen wir das gute Fleisch und ein bisschen uralte Rinde. Ich glaube 30 oder so. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, uralte Rinde haben wir genug. Da sollten wir genug haben. Was waren denn die Frostdrüsen? Wie sahen denn die aus? Nee, gefrorene Drüsen haben wir. Haben wir gar keine. Ach, Geist ist so geil. Wir brauchen hier nie wieder. Ach, wir sehen immer schön. Ach, Mann, ich freue mich einfach. Ohne Spaß. Dieses war immer so ein Krampf in der Nacht hier, ordentlich die Schilder lesen zu können. Cool. So. Haben wir keine Frostdrüsen. Wir haben gefrorene Drüsen. Weiß nicht, ob das dasselbe ist. Das vielleicht irgendwann zwischendurch mal mit einem Update anders übersetzt wurde. Aber wir kriegen das raus. Und zwar, wir brauchen auch 30 Silber. Das müssen wir natürlich noch sammeln gehen. 7 Stück haben wir noch. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir haben. Und verklingeln das an den Guten. Weil wir brauchen ein bisschen was an Fleisch. Ich glaube, so um die 600 Gold müssen wir da rein investieren. Ach, ich freue mich so dolle. Ohne Spaß. Was mir letzte Folge erst aufgefallen ist, oder nach der letzten Folge, ich habe es mir nochmal angeguckt, zwecks diesem Geldsack, wann der denn erschien. Und ich muss sagen, also es war relativ kurz, bevor ich es gesehen habe. Ich dachte schon, dass das schon seit einer Minute da oben mich anblinkt und ich merke es nicht. Aber der Radius war halt doch ganz schön klein, ne? Ich weiß gar nicht, hier war der Geldsack und wir waren hier. Also ich hätte halt echt gedacht, dass der Radius größer ist. Dann hat das so mit dem Schiff vorbeifahren natürlich gar nicht so extrem viel gebracht, ne? Wenn ich jetzt überlege, wir waren hier mit dem Schiff und der stand vielleicht hier, dann hätte es ihn gar nicht aufgedeckt. Also ich hätte den Radius als viel, viel größer eingeschätzt. Ist mir irgendwie gestern bei der Folge gar nicht so aufgefallen, weil ich war so in Euphorie, dass wir ihn endlich haben. So, oh Gott, wir sind ja reich. Okay, alles gut. Also wir haben genug Geld. 2300 Münzen, geil. So, wir haben das Ding, wir haben den Reif. Die Angelrute holen wir uns später mal noch. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal ein Fleisch und dann müsste er eigentlich rein theoretisch das Rezept dafür aufploppen. Jawohl, Frostner und Eisenhammer. Eisenhammer habe ich auch gelesen, aber ist Zweihandwaffe, ihr wisst, ist nicht so meins. Jetzt müssen wir natürlich nochmal zurück. Das werden wir jetzt gleich an der Schmiede sehen. Was wir dafür noch alles brauchen. Aber hey, da können wir jetzt nochmal eine Runde ins Gebirge gehen, etwas Silber sammeln. Da haben wir gleich einen Plan für die Folge. Weil ich sag mal, der Streitkolben ist geil, definitiv. Aber wenn es natürlich besser geht, warum nicht? Ach, das war so eine Erleichterung, ihr glaubt das gar nicht. Ich habe mich so dermaßen gefreut. Wir können uns endlich wieder anderen Sachen widmen. Wie geil. So. Zeig mal her, das Ding hier. Relativ weit unten? Nö. Da ist Frostner. Gefrorene Drüse. Was habe ich gesagt? Frostdrüse. Also ist es die gefrorene. Ich hatte Frostdrüse gelesen. Wir brauchen 5 von dem Fleisch. Wir brauchen 30 Silber, 10 uralte Rinde bloß. Gut, also wir brauchen noch 4 mal Fleisch. Ich würde sagen, das gehen wir uns jetzt gleich mal holen. Und dann machen wir uns ins Gebirge. Wir müssen noch ein bisschen Silber sammeln. Gefrorene Drüsen haben wir auch genug. Ach, na komm, wir gehen jetzt erstmal hin. Ich wollte mal gucken, was der für Werte hat. Wäre ja auch mal interessant zu wissen. Weil wenn wir zum Aufleveln dann auch immer wieder das Fleisch brauchen sollten. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir es 5 Mal, ne? Jo. Ach ja, das war eine Suche mit dir, ich sag's dir. Dafür hat es sich gelohnt. Ja, wenn wir natürlich zum Aufleveln auch immer das Fleisch brauchen sollten, dann gibt das auch wieder so ein bisschen Ambition, auch mal wieder in die Dungeons und so zu gehen im dunklen Wald, um halt wertvolle Sachen zu finden. Fände ich prinzipiell auch nicht verkehrt. Ich meine, wir haben jetzt
haben echt viel Geld. Aber trotzdem, kann ja sein, dass es echt viel benötigt und wir deswegen dazu animiert werden, auch mal wieder in den dunklen Wald zu gehen. So, jetzt hauen wir erstmal die Münzen weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hauen wir das hin? Also gefrorene Drüsen haben wir definitiv genug. Ich würde das jetzt erstmal mit bei Münzen reinschmeißen. Dann machen wir jetzt hier erstmal die Kiste dafür. Dann nehmen wir uns noch 10 uralte Rinden. Bam. Und da packen wir auch das Silber schon mit rein. Und machen wir uns hier eine kleine Sammelkiste für den Frostner. Für die Frostner-Waffe, wie auch immer. Münzen. Zack. So, jetzt lasst mal schauen, was das Ding so auf dem Kasten hat. Wo bist du? Hier bist du. Also. Boah, was? Eis 40? Hauen 35? Ich hoffe nicht, dass wir... ich hoffe nicht, dass wir das jetzt falsch gekauft haben. Aber kann natürlich sein, dass jetzt unser Streitkolben einfach schon viel besser ist, weil wir den so spät gefunden haben. Da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. So, aber der macht anscheinend halt irgendwie Eis und keine Ahnung was. Der ist jetzt natürlich auch auf Level 1. Obwohl, naja gut, wir brauchen Silber. Das heißt, wir hätten den gar nicht viel eher finden können, als wenn wir schon im Gebirge sind. Jetzt ist aber die Frage, mich macht die 35 ein bisschen verrückt. Bewegungstempo minus 5. Eis 40. Ist halt die Frage, frieren wir die Gegner irgendwie damit ein? Lohnt sich das Ding jetzt hochzuleveln? Irgendwie vom Hauenwert selber? Ist das schon gar nicht mal so geil, das Ding? Ach, Menno. Das andere war der Eisenhammer, ne? Auch der ist relativ schlecht. Aber ich sag mal, für den eisernen Streitkolben haben wir Eisen gebraucht. Für den Frostner brauchen wir Silber. Also müsste die Waffe doch prinzipiell besser sein. Ja, komm, wir stellen die mal her. Ganz egal am Ende, auch wenn es vielleicht ein bisschen schlechter wird. Aber sie mal gehabt zu haben, ist ja auch schon was wert. Ja, also wir brauchen die Drüsen, wir brauchen Silber. Also und das Fleisch, nee, die... Ich denke mal, wenn wir die hochleveln, wird die noch besser. Und vielleicht irgendwie mit dem Eiswert und so weiter könnte das vielleicht doch mehr machen. Als jetzt einfach nur normalen Schaden. Vielleicht frieren wir die Gegner ein oder keine Ahnung. So, jetzt ist natürlich doof. Wir haben kaum noch Lebensmittel. Haben wir noch irgendwas? Würste haben wir noch genug. Marmelade ist leer, Suppe ist leer. Läuft ja super. Kann natürlich sein, dass wir noch was im Boot haben. So, lasst mal schauen. Schwarzsuppe. 50 Gesundheit, 17 Ausdauer. Also wir haben hier einmal Gesundheit, wir haben hier Ausdauer. So, Schmutzshake, Rübeneintopf. 55 Ausdauer, den könnten wir jetzt eigentlich mal herstellen. Wir haben doch hier ein komplettes Beet voller Rüben. Ah, jetzt verbringen wir schon wieder so viel Zeit mit der Folge. Oder in der Folge. Ohne dass was passiert. Aber naja, wir haben uns informiert. Und das Feld hier muss halt auch mal abgeerntet werden. Zumindest so ein bisschen was. Wir nehmen erstmal das Nötigste. Ich habe einfach Bock mit euch gerade weiterzumachen. So, dann brauchen wir noch normales Fleisch, ne? Was mach ich denn? Irgendwie ist das hier alles ein bisschen doof. Das müssen wir alles umziehen ins Haupthaus. Rübeneintopf. Ach, ich bin auch dumm. Ich bin richtig dumm. Wir haben gar keine Rüben. Wir haben nur die Samen. Ach, Menno. Nee, da müssen wir was anderes brutzeln. Dann wird es doch wieder eine Bärenmarmelade. Himbeeren, Blaubeeren. Blaubeeren. Können wir das Fleisch wieder in die Kiste hauen und noch ein paar Himbeeren. So, Bärenmarmelade, her damit. Zack. Dann machen wir hier erstmal zweimal, dass wir die neuen... Obwohl, komm, wir stellen gleich mal ein bisschen mehr her, dann können wir das in die Kiste packen. So, dann haben wir einmal Ausdauer, wir haben einmal Leben. Jetzt ist die Frage im Gebirge doch schon schwierige Gegner teilweise, zumindest welche, die gut Damage machen.
Also wäre eigentlich was ganz gut, was wieder ein bisschen Leben gibt. 40-13, das wäre schon besser. Ah, brauchen wir wieder Rüben. 23-23 ist so ein gutes Mittelding. Jetzt von beiden nicht unbedingt mega gut. Karottensuppe bringt wieder nur Ausdauer. 40-13. Wollen wir das Mittelding nehmen? Brauchen wir bloß Fleisch und Honig. Das haben wir auf jeden Fall. Fleisch und Honig. So, Honig, bam, Fleisch, bam. Bärenmarmelade, weg damit. Ach, das nervt mich. Das muss unbedingt weg. So, und dann haben wir uns hier ein bisschen Wildschwein-Dörrfleisch in den Rachen. Ach stimmt, mal zwei steht dahinter. Ich habe mich gerade gewundert, warum kriegen wir denn immer zwei dazu? Ich sag mal, davon können wir auch echt viel herstellen. So, dann wieder weg. Zack, und auf geht's. Fleisch noch weg. Lasst mal gucken, wir brauchen unsere Spitzhacke noch. Ohne wird's doof. Da ist sie. Brauchen wir noch mehr? Den Umhang haben wir dran, den Reif und so würde ich alles behalten. Wir können mal ein paar Pfeile wegpacken. Das wird mir zu viel. Ja, zumindest erstmal eins, dass wir einen Inventarplatz mehr haben. Ausgeruht Skill ist finito. Essen ist erstmal so weit drin. Eigtür-Skill ist auch okay. Jo, sieht doch ganz gut aus. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen auf Silbersucherei. Wir brauchen 23 Stück noch. Wo ist das Gebirge? Hier ist das Gebirge. Ja, dann sammeln wir die 23 Stück noch. Dann gucken wir, dass wir uns den Frost noch mal herstellen. Schauen mal, was der auch noch so upgrade-technisch kostet. Ich bin jetzt natürlich irgendwie davon ausgegangen. Hä? Wo hänge ich denn rum? Wann ist denn da? Ach so, wir sind hier rausgerannt, ne? Weil wir hier mit dem Gebirge fertig waren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die Silberadern waren ja meiner Meinung nach noch nicht komplett ausgesaugt. Ja, ich bin jetzt fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Frostner wahrscheinlich direkt, keine Ahnung, 70 Schaden hat und wir damit jetzt die nächstbessere, viel krassere Waffe kriegen, aber wir müssen mal gucken. Ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren, es wird ja wahrscheinlich auch irgendeinen Frosteffekt haben. Schließlich heißt sie Frostner, wird aus gefrorenen Drüsen hergestellt und hat auch irgendeinen Eiswert. Mit in den Stats stehen. Deswegen mal schauen. So, laufen wir richtig. Ja, hier so gerade rüber. Guck mal, haben die sich hier verirrt? Na gut, das ist schon wieder halbdunkler Wald. Für Wölfe. So, her damit. Da vorne kommt der nächste. Ja, wir hatten anscheinend wirklich Glück. Ich hatte einen Kommentar unter der vorletzten Folge. Als wir gejagt wurden, ist prinzipiell, wenn dich so ein Wolfsrudel angreift, aber da kommen meistens auch mehrere. Wir hatten irgendwie Glück, dass wir in dem Moment im Wasser waren. Irgendwas hat da im Spiel nicht so ganz hingehauen. Kam ja glücklicherweise auch nur einer. Ja, das kann ich mir schon fies vorstellen, wenn du da komplett ohne böse Gedanken irgendwo rumrennst. Und auf einmal kommt da so ein Wolfsrudel angescheppert und will dir einfach heftigst aufs Maul hauen. Ja, weil gerade Wolfsrudel, ne, die machen halt ohne Ende Schaden, so ein Wolf. Und wenn da mehrere von einmal kommen, gar keinen Bock. Wir haben ja selber schon tot bekommen und es waren, glaube ich, nur zwei Wölfe. Also bin ich mal gespannt, wann es das nächste Mal passiert. Beim ersten Mal hatten wir zum Glück noch Glück. So, wir sind gleich an der ersten Silberader. Wir hören einen Drachen. Bin nicht ganz sicher, wo. So, war das die Silberader, die so kacke war? Ja, das war die, die so kacke war. Jetzt müssen wir mal gucken.
Waren wir hier komplett fertig? Ich glaube ja. Hier drüben ist noch ein bisschen was. Aber ja, 23 Silber ist doch relativ schnell geholt. Wir müssen so oder so auch demnächst mal noch das andere Gebirge oder eins von den anderen Gebirgen mal aufsuchen. Schließlich müssen wir ja noch rauskriegen, wo die Drachenmutti wartet. Wir sind relativ... Boah, ich wollte gerade sagen, wir sind relativ lange nicht gestorben und in dem Moment kommt hier so ein Drache mitten in das Ding reingeflogen. Wo bist du? Da drüben. Boah. Hat er uns aber erwischt. Sehen nicht. Ah, das ist aber fies hier, was der macht. Versteckt sich immer schön im Baum. Uiuiui, mein Freund. War aber nicht nett von dir. Ich glaube, ich habe aussehen den Reif ausgezogen gehabt gerade. Ich muss den vielleicht auf eine andere Taste legen. So, die Silberader geht weiter. Sehr cool. Wie viele haben wir denn schon? Zwei Stück? Ja, die Folge werden wir es jetzt nicht mehr ganz schaffen, aber ich denke mal, nächste Folge haben wir das Silber zusammen. Dann können wir die Frostner Waffe herstellen. Machen damit mal ein paar Probeschläge auf ein paar Gräulinge. Und gucken mal, ob sich das lohnt. Wir können ja dann auch schauen, beim ersten Upgrade, wie viel stärker die Waffe wird. Müssen wir einfach mal ein bisschen vergleichen mit unserer aktuellen. So, ich glaube, hier ist Schluss. Sieht zumindest stark danach aus, dass hier drüben ist auch nichts mehr, ne? Ich glaube, das ist nur Stein. Ja. Gut, also die Seite ist Schluss. Aber das muss hier noch irgendwo weitergehen. Die sind ja immer sternförmig aufgebaut. Ja, da geht's doch weiter. Gott, irgendwo ist ein Wolf. Da oben, er rennt aber gerade weg. Kommt er wieder? Da haben wir ihn verscheucht. Wir hacken einfach mal weiter. Wird bestimmt gleich angesprungen kommen und uns in die Wade beißen. Ja, ich höre ihn schon wieder heulen. Wir machen hier auch ganz schön Lärm. So, wie sieht's denn aus? 8 Stück schon. Das geht mit dem Silber echt immer schnell. Man muss es halt erstmal finden. Ist das Stein? Jo, anscheinend. Dann komm doch mal her, Wolf. Heul nicht die ganze Zeit nur rum. Oder traut er sich nicht hier runter? Kann natürlich auch sein. Jetzt, da ist er doch. Uhu. Na. Her. Ist ja gut. Schaut mal, wir haben schon 433 Kilo einstecken. Wir hätten schon wieder dreimal zurückgemusst. Nicht dreimal, aber ihr wisst schon. Ach, geil. Die Steine können wir gleich nach rausschmeißen. Wir können jetzt so viel transportieren. Das macht es einfach mit der ganzen Bauerei auch viel besser. Weil wir einfach viel mehr Holz auf einmal nehmen können. Das spart uns so im Nachhinein sehr, sehr viel Zeit. So, jetzt sind wir wirklich voll. Bumm. Bumm. 301 Kilo. Da wären wir jetzt immer noch voll. Und können aber wieder was aufnehmen. Ach, schön. Ja, also ich muss wirklich sagen, der Radius war sehr, sehr klein. Das ist schon wieder ein Drache, ne? Er war echt klein, indem wir ihn entdeckt haben. Ich hätte es mir größer vorgestellt. Kann natürlich sein, dass wir wirklich schon 5-mal in der Nähe waren. Aber naja, wir haben es geschafft. Damit kann es auf jeden Fall jetzt langsam mal hier weitergehen. Ich habe Bock auf die Drachenmutti. Ich habe Bock, das Haus fertigzustellen. Und generell noch so ein paar Kleinigkeiten. So, 18 Stück haben wir schon. Folge ist gleich rum. Silberader geht aber immer noch weiter. Was hatte ich gesagt? Wir brauchen 23, ne? 5 Stück noch. Kriegen wir die hier noch auf die Schnelle? Ein Silbererz. Geht denn die Ader weiter? Hier unten geht sie weiter. Komm, wir kloppen die erstmal frei. Dann wissen wir zumindest, wie lang die ist. Sagte er und sie war zu Ende.
So, wir sind wieder voll. 12 Stein weg. Wie sieht's denn aus? 19. 4 Eisen brauchen wir. Ach, sammelt doch nicht immer das Stein ein, mein Freund. So, aber dann musst du ja aber auch hier noch weitergehen, definitiv. Ist halt nur die Frage, wo. Hier kommen wir gar nicht mehr tiefer. Ah, nicht so wirklich. Das ist auf jeden Fall ein Stern, aber dann muss das doch noch hier ein bisschen in die Richtung weitergehen, oder? Haben wir es hier? Ne, das ist Stein. Oder? Ja, sonst würde es ja anzeigen. Das wäre komisch, dann wäre der eine Arm ja echt verdammt kurz gewesen. Irgendwie glaube ich dran, dass hier noch was ist. Oder auch nicht. Ja, wer weiß. Na gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir sammeln nächste Folge noch das restliche Silber ein. Und dann können wir Frostner herstellen und dann bauen wir auch ein bisschen am Haupthaus weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.